Los. Und damit startet das heutige Topfduell in die heiße Essensschlacht, Freunde. Und weil Vorfreude die schönste Freude ist, darf das Gaumengremium nicht nur das Endprodukt verkosten, sondern auch in den Zutaten schwelgen. Was sagt ihr denn zu den vorliegenden Einkäufen? Ich bin persönlich nicht so ein Schweinefan. Und hier ist Schweinefilet dabei, das war was Feines, aber das muss schon gut gewürzt werden, damit es nicht so nach Schwein schmeckt. Vielleicht hat Jasmin ja Schwein. Und Emilia, welche Geschmackstretmine hast du gerade entdeckt? Reibekuchen, Fertigteig geht gar nicht. Habe ich schon mal probiert. Das ist fürchterlich und stinkt und nie. Brigittes Einkauf hat keine neuen Freunde gewonnen. Wie ist die Reaktion auf den zweiten Warenkorb? Die Linsen, also Marco und ich sind uns da relativ einig, dass es Marcella sein wird, die den Einkauf gemacht hat. Und wahrscheinlich die Linsen und Fenchel ist dann irgendwie die Beilage zum Hauptgericht, zum Fisch. In der Küche finden gerade ein paar Schweinereien statt. Marcella brät Baconstreifen an und Brigitte verpasst ihrem Filet eine heiße Zwiebelmassage nach Hausfrauenart. Hier brutzelt es um mich rum. Wie viel habt ihr jetzt gekocht? 16 Minuten habt ihr jetzt gekocht, Mädels. Ich habe den Eindruck, ihr habt das heute wirklich gut im Griff. Es riecht ganz toll. Ich bin mir sicher, dass die Jury im Raum gegenüber sitzt und sich die ganze Zeit denkt, wann sind die endlich fertig. Die haben jetzt bestimmt schon Hunger und wahnsinnig Appetit. Weil ich jetzt auch schon wahnsinnig Appetit habe. Davon lässt sich Brigitte aber nicht stressen. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung will sie Marcella heute zeigen, wo der Hammer hängt. Ist ja ganz schön viel Flüssigkeit, ne? Ja. Ist hier nicht zu viel Flüssigkeit? Nein, das soll ja eine gute Soße werden. Ah, eine gute Soße. Du bist die Soßenkönigin hier, ne? Das habe ich schon rausgefunden. Ja, ich mach's sehr gerne, ne? Soßen ist so, ich finde, es gehört zum Essen dazu. Soßen ist ja für mich die richtig große Kunst, ne? Jemand, der eine richtig tolle Soße kann, der kann auch kochen. Wie dickst du denn jetzt nachher diese Soße zum Beispiel an? Gar nicht. Die ist dann schon perfekt? Die kocht so ein, dass die nicht mehr gebunden werden muss. Und wie läuft's bei der Montagssiegerin? Und Marcella ist auch ganz fleißig. Ja. Ach so, aber die Forelle hast du jetzt praktisch fertig gekauft, ne? Ja. Gestern sah der Fisch noch etwas verbrannter aus. Muss ja keiner wissen. Zeit hatte ich dann nicht, den zu angeln und totzuschlagen. Ach, aber guck mal, man sieht ja schon, dass Marcella wirklich dieses Mal sehr viel mehr auf Optik geht. Das sieht jetzt schon alles total schön angerichtet aus. Womit Marcella im Augenblick die Nase vorn hat. Die letzten 6 Minuten sind angebrochen. Bei Brigitte ist noch keiner der Gänge servierfertig. Aber wer weiß schon, welche Asse sie noch aus dem Ärmel schüttelt. Oder hat sie gar keine? Mädels, oh. Ihr habt jetzt 25 Minuten. Verkocht. Das heißt, du hast noch 19 Minuten. Und du hast noch 11 Minuten. Okay. Das finde ich spannend. Jetzt muss ich mal deine Linsen kosten. Ja, bitte. Also jedes Mal, wenn ich Linsen gemacht habe, dann habe ich die ewig eingeweicht. Und ich finde Linsen gar nicht so einfach zuzubereiten. Und jetzt hast du Linsen aus der Dose gemacht, sie abgespült. Noch ist die Jury ja nicht da. Und was hast du dann damit gemacht? Bitte? Ich habe Balsamico ein bisschen mit Zucker eingekocht, Knoblauch, Rosmarin und die Linsen drauf. Da muss was Frisches noch an. Linsen, ne? Mhm. Koriander könntest du auch ranmachen, ne? Mach das jetzt so und Salz. Und auch bei Brigitte wird jetzt natürlich mal abgeschmeckt. Und wie schneidet die Soße ab? Oh. Oh, es ist lecker. Ich habe nur gesehen, es war ein Riesenhaufen Zwiebeln, Knoblauch und Kräuter. Und das Fleisch da drin und Olivenöl. Und das verkocht jetzt und verkocht jetzt und verkocht jetzt und schmeckt göttlich. Aber ob das auch ausreicht? Im Moment fehlt noch ein Gang. Aber sag mal, ich sehe jetzt nur Herzhaftes. Machst du auch eine Nachspeise? Ja. Ja. Aber die machst du noch nicht? Die machst du noch nicht, ne? Die machst du die letzten 5 Minuten. Diese Frau ist nicht aus ihrer Gelassenheit herauszuholen. Und was Marlene nicht schafft, das gelingt auch nicht im Countdown mit seinen letzten Sekunden. Warum denn auch? Dank ihres mehr oder weniger schnellen Shoppings haben sich die Mädels extra Zeit erspielt. 6 Minuten gibt's für Brigitte zum Dessert und 14 für ihre Nachbarin. Marcella hat sich sowieso dieses Mal, glaube ich, einen ganz guten Plan gemacht. Das heißt, sie ist total strukturiert, die wird fertig werden. Das sieht doch alles schon sehr, sehr gut aus.
Jetzt muss man nur gucken, ob es wirklich auch so gut schmeckt, wie sie sich das erhofft hat. Bei Brigitte ist es so, die hat wahnsinnig viele Töpfe gleichzeitig am Schmuggeln. Bis eben hatte sie noch überhaupt keine Nachspeise angefangen. Also da hoffe ich, dass sie sich nicht vertut. Bist du etwas hektisch, Brigitte? Hektisch nicht, aber es wird schon ein bisschen eng mit der Zeit jetzt. Weil ja, mein Nachtisch ist fast fertig. Das Süppchen ist auch jetzt gleich so gut wie fertig. Die Soße auch. Das Fleisch muss ich noch mal gucken. Dann darf jetzt auch der süße Nachzügler endlich auf die Theke. Sahne-Quark-Creme mit Beeren. Doch scheint sich die jahrzehntelange Erfahrung im Wettkampf nicht auszuzahlen. Kaum widmet sie sich dem Dessert, bleibt woanders Arbeit liegen. Jetzt habe ich die ganze Zeit gedacht, Brigitte ist die Ruhe selbst, aber jetzt wird sie ganz knapp in der Zeit sein. Mal ehrlich, wie viel Zeit bleibt ihr noch? Hase, eine Minute hast du noch. Ja. Sößchen fertig machen. Ja, Sößchen ist nicht das Problem. Das ist das Problem. Was? Das hier. Die Steckdose. Ohne Steckdose steht Brigitte jetzt ganz schön unter Strom. Doch Spielleiterin Marlene lässt Gnade walten. Soll ich dir deine Kartoffelpuffer mal wenden? Ja, bitte. Brigitte hat sich total verkalkuliert und muss jetzt richtig schwitzen, damit die Juryteller nicht leer bleiben. Kann sie es noch schaffen oder muss sie sich derzeit geschlagen geben? So, noch drei. Zwei. Eins. Und Schluss. Okay, das gilt noch. Dein Fleisch hast du auf dem Tüms. Ja, ist fertig, alles drauf. Die Soße ist fertig, die Soße darfst du noch mit drauf machen. Die ist ja fertig. Das ist ja auch fertig. Auch die Kartoffelpuffer sind schon fertig. Zumindest optisch. Ja, die Frage ist, willst du das drauf tun? Ne? Das ist okay. Das ist okay? Das ist okay. Okay, wenn es fertig ist, darfst du es draufpacken. Der Fairness halber darf natürlich auch Marcella eine halbe Minute länger anrichten. Und Brigitte, bist du zufrieden mit deinem Menü? Ich hätte gern noch ein bisschen mehr ausdekoriert. Dafür hatte ich jetzt keine Zeit mehr. Also der Zeitfaktor ist schon extremst. Und wie sieht es bei der Tagestitelverteidigerin aus? Deutlich entspannter. So, 4 Minuten noch. Guck mal, da kommt alles on time fertig. Und so kann der gut getimte Wolfsbarsch direkt ins Linsenmeer ausgesetzt werden. Aber nicht ohne knusprige Baconkrone und einen Sudhut. Was ist das für ein Sud? Was hast du da dran? Zitrone und Weißwein. Das schaut sehr gut aus. Ich bin sowas von gespannt, was die Jury gleich sagen wird. Ich wette mit euch, die sitzen. Ich bin fertig, Marlene. Die haben den Duft in der Nase und die hören das jetzt. Ende! Gelände! Hervorragend! Brigitte! Boah, Respekt. Ich schätze meine Chancen eigentlich ganz gut ein. Ich hoffe, dass ich eben dieses Motto irgendwie aufgegriffen habe, dass die das auch so sehen. Und dass das schon mal ein Punkt ist. Und dann soll es bitte noch schmecken.